So, mittlerweile wären wir wieder auf dem Weg. Jetzt habe ich meine erste grosse Enttäuschung erlebt mit der neuen Kamera. Ist das ein wunderschöner Sonnenuntergang gewesen, aber ich hätte die letzte halbe Stunde nicht filmen können, weil die Luftfeuchtigkeit zu hoch gewesen ist, dann hat das mit Kamera gerne nicht einschalten lassen. Also jetzt mittlerweile fahren wir den Gatunsee durch. Wir haben vor einer halben Stunde haben wir den Anker gekieft und jetzt sind wir jetzt auf dem Berg, fahren wir den See durch. Das sind 17 Meilen, das sind ungefähr 30 Kilometer. Von außen kommt das jetzt gerade bei der Schwarz. Das ist nicht so gut, weil wir haben heute Abend haben wir ein Barbecue geplant auf dem Pooldeck und die ganzen Tisch haben schon Tischtücher drauf und alles miteinander. Und ich hoffe, es kommt nicht so Sachen. Da sieht man jetzt gut die Bojena, wo die Kanalrinne durchgeht, wo die ganzen Schiffe fahren. Man sieht es da auf der rechten Seite die roten Liter und auf der linken die grünen. Und da fahren wir jetzt die nächsten 3 Stunden lang fahren wir jetzt da durch den See durch. Und wie gesagt, da ist der Stausee und ursprünglich ist das ja geplant gewesen, um da alles durchgraben und dass man auf Meereshöhe vor dem Ende bis auf die andere Seite noch mehr alles ausarbackert. Das ist natürlich ein kleiner Blödsinn gewesen. Das sieht jetzt heute Abend auf dem Pooldeck aus. Wenn es jetzt gerade da natürlich ein Regen kommt, dann gibt das natürlich ein Mordstheater ab. Die gute ganze kleine Insel ringsum, das sind die Böhl, wo überall Uhr stand. Ich weiß, jetzt sieht man das, aber es ist bei der Schwarz da heute Richtung Pazifik sieht da oben und ich hoffe bloß, es kommt nicht gar Regen. Noch einmal ein kleines Film, dass man mal kämmert da unten, ein kleines hier vom Schiff. Oh je, es fährt schon ein Tröpfchen. Jetzt fährt das wirklich volles Rohr an Sachen. So, jetzt hat das ein Ärger gekehrt für 2 Minuten und jetzt hat das wieder gehört. Jetzt hoffe ich für das Beste. Die Schwaben täten sagen, dahinter kommt es heller. Der hat geschaut, das ist im Kanal zu Natus. Mittlerweile ist das zu Abend. Und jetzt kommen wir langsam auf die Pazifikseite um. An die Einzelschleuse. Pedro Miguel. Da ist die 2 Schleuse und da geht das Schiff wieder 10 Meter ab und dann gehen wir dann nachher noch mal ein langes Stück den Kanal durch und dann nachher kommt dann die 2 letzten Schleusen und dann sind wir dann auf der Pazifikküste, wo Panama City ist, Hauptstadt von Panama und Balboa und dann gehen wir dann unter einer grossen Brücke durch aus Bridge of the Americas, wo die 2 Landteile verbindet. Da kommen wir jetzt alle näher an die Schleuse an. Da fährt jetzt gerade das ganze Prozedere wieder von vorne an. Da kommt das Bötchen wieder raus und muss jetzt gerade die Eisensäule wieder bringen zum Schiff anhängen. Und dann wird man das Schiff wieder an die Lokomotive, dass es genau wieder miert ist. Und dann geht das Schiff dann wieder die Schleuse durch. Natürlich ist es relativ eng. Das sieht man jetzt wahrscheinlich da nicht. Vielleicht sieht man das Lied da unten. Da ist links und rechts ist Dschungel. Ich weiß nicht, hört man die Geräusche von da? Deine ganzen Viechern im Dschungel lernen.
Und das ist das Pedro Miguel Lock. Dort vorne, linker Hand, sieht man gerade, wie ein Frachter rauskommt, das ist eine Schleuse. Und jetzt überall am Rand vom Kanal sind Lieder, dass man genau sieht, wo es ist. Und der Herrn, da sieht man schon wieder, wie der Dschungel anfährt. Bin ich auf der anderen Seite her vom Schiff und da fährt jetzt gerade der Frachter vorbei. Es ist wahrscheinlich bei der Dunkel, aber vielleicht sieht man, wie sich die Liertli bewegen. Sieht man jetzt vorne da der Pfeil, geht auf die linke Seite um, das bedeutet, dass wir auf der linken Seite dann in die Linksschleuse gehen müssen. Jetzt wieder auf dem Bug vom Schiff, da sieht man schon wieder, wie die Linesman wartet, bis man jetzt die Eisensäule mit dem Bötchen wieder bringt und sie jetzt hochwirft, dass man das Schiff wieder die Lokomotive anbinden kann. Da vorne sieht man jetzt gut im Schimpf, im Lied, sieht man das Bötchen, das jetzt gar langsam rauskommt. Das Bötchen ist ein ganz normales Ruderbötchen. Das bringt jetzt Zöller. Da wartet die Lokomotive schon wieder, bis man das Schiff anbindet. Und bis jetzt das Schiff in Position geht. Da haben wir jetzt wieder einen Schlepper vor uns, der geht jetzt wieder mit uns zusammen in die Kammer rein. Jetzt wird es gerade sein, dass es gar bald aus ist, weil ich habe bloß nicht 2 Minuten lang Film. Mache ich gerade auch noch einen Schwenk, weil da geht jetzt gerade auf der Seite geht der Tanker vorbei. Jetzt haben wir wieder herne der Schleuse, jetzt sieht man, wie herne die Doppelschleuse wieder zutut. Jetzt habe ich bloß eine Minute Film, jetzt möchte ich warten, bis das Schiff runtergeht. 10 Meter, weil jetzt geht das tief in die Kamera ab und dann fahren wir raus in den nächsten See und dann höre ich den für heute. Von vorne aus, wenn die Kamera voll ist, ich filme jetzt dort noch mal vorne raus, dort vorne sind die letzten 2 Schleusen, Miraflores-Loks, und nachher geht es dann raus in den Pazifischen Ozean. Jetzt filme ich das, wenn die Schleuse voll ist, dann nachher dann ganz kurz, wenn die Schleuse leer ist. Mittlerweile ist das Wasser rausgelaufen aus der Kammer. Und jetzt sieht man gerade hier vorne, wie es da aufgeht.
Jetzt haben wir tiefer in der Kammer 10 Meter tiefer. Und jetzt ist das gerade ein kurzes Stück da oben. Bis dort her nach oben. Was wir noch oben fahren müssen, jetzt ist das 11:30 jetzt naht. Und dann, ja, wie gesagt, bis um 2 am Morgen sind wir dann fertig und sind wir dann im Pazifik raus. Ich filme jetzt da noch ein paar Sekunden, bis das Bändli aus ist. Und danach höre ich den. Der Schlepper fährt jetzt gerne fangen. Und wir werden jetzt gleich auffahren. Religion, not a different thing.